Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge von Let's Go Evoli, / Let's Go Pikachu, ist glaube ich theoretisch dasselbe Spiel, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Pokémon. Wir sind gerade momentan im Mondberg und ich bin auf der Suche nach einem Onix noch. Ich habe jetzt das Pipi inzwischen gefunden, was ich sehr, sehr cool finde. Das heißt also, hier sollte uns aus dem Gebiet eigentlich nur noch ein Onix fehlen, das ich echt gerne mitnehmen würde. Ich weiß aber nicht so ganz, wo die hier auftauchen sollen. Ich meine, die sollten hier eigentlich irgendwo random auftauchen, wenn ich es richtig weiß. Ich glaube, hier war ich schon drin. Da taucht ein Zubat auf. Wir gehen hier mal runter. Jetzt waren wir hier auf jeden Fall schon die ersten zwei. Ah, okay, der ist Marzi. Miaut! Es kann nicht reden, oder? Es kann hier jetzt nicht reden. Schade eigentlich. Oh, nee! Hör auf! Alter. Okay. Das ist, ich muss sagen, gut, sie haben diese Random Encounter immer noch ein bisschen mit reingebracht, aber das mussten sie wahrscheinlich machen, weil sonst wäre es einfach zu. Sonst hätte man ja eigentlich allem ausweichen können. Und ich weiß nicht, ob das auch sinnvoll wäre, wenn man allem ausweichen kann. Ich finde, dann verliert das ganze Spiel auch ein bisschen seinen Faktor hier. Dieses Ganze von früher, von wegen. Man muss ja sagen, der Mondberg hat jetzt schon ein bisschen was. Ja, es ist Steinboden. Das ist interessant. Der Mondberg hat ja jetzt schon ein bisschen an Flavor verloren. Dadurch, dass man eine Belebung gefunden. Okay. Warte mal. Ich glaube, ich muss nochmal in die andere Höhle gehen, weil, wenn ich es richtig weiß, ist in der Höhle mit den Pipis ist nämlich einer der Steine ein Mondstein und den muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Oh, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wo die Mondsteine sind, aber die sollte ich auf jeden Fall mir aneignen. Das würde ich... Ich glaube, ich habe es ungefähr noch im Kopf, aber ich möchte doch lieber sichergehen. Und möchte das nachgucken. 42 Erfahrung erhalten. Knopfenser. Nice. Pokémon. Let's go. Mondstein. So. Weil wenn ich es nämlich richtig weiß... Ja, wir kommen hier vorbei. Nice. Müsste das hier unten sein? Der Stein, den wir da sehen, sollte ein Mondstein sein. Und auch irgendwo hier in der Nähe müsste das eigentlich sein. Ach was, man braucht einen Mondstein, um Nidorino und Nidorina zu entwickeln? Ich dachte, dafür brauchte man den Kingstein. Oder gab es den Kingstein erst später? Weiß ich nicht. Rüpel von Team Rocket fordert dich heraus. Alles klar, Rüpelchen, dann zeig mal... Was du willst. Oh, ein Traumado. Ein Traumado ist halt schon eine ganz coole Sache, muss man sagen. Da hätte ich mal gesagt, oh, Knopfenser ist halt gegen Traumado, glaube ich, nicht. Ah, doch, warte mal. Traumado ist Gift gut gegen Psycho? Ne, Psycho ist gut gegen Psycho, gell? Das ist natürlich schade. Da müssen wir hoffen, Konfusion, dass wir jetzt nicht verwirrt werden. Oder sterben. Ja, das war nicht optimal, sollte aber trotzdem passen. Wir nehmen als nächstes Topsy. Ja, einwechseln. Sorry, dass ich da jetzt gerade nebenher hier gucken muss. Ich weiß es halt echt einfach nicht mehr. Und hier wird mir auch nur noch schwarz und weiß und sowas angezeigt. Naja, ich werde da einfach gucken. Ich werde es schon finden. Sandwirbel, Windstoß. Wir spielen über Windstoß hier an der Stelle. So, ja, macht ein bisschen Schaden, leider nicht genug. Er macht wieder seine... Oh nein, wir sind eigentlich schlafen. Topsy, no! Windstoß, los, do it! Topsy schläft viel tief und fest, wie immer. Konfusion, oh, wenn wir jetzt halt noch zusätzlich verwirrt werden, wäre das halt super, super scheiße, wenn wir mal ehrlich sind. Was läuft denn hier jetzt schon wieder für komische Musik? Ich habe ja wieder Musik ein bisschen im Ohr, nebenher. So, wir sind immer noch am Schlafen. Aber wenigstens sind wir nicht noch gleichzeitig verwirrt.
Komm schon, wach endlich auf, Taubsi. Taubsi, das ist jetzt Konfusion. Windstoß, komm schon. Jawohl. Taubsi ist aufgewacht. Ich hoffe, er schläfert uns jetzt nicht gleich wieder ein. Konfusion nochmal. Aber Konfusion macht doch eigentlich Verwirrung und nicht Schlaf, gell? Ist gut, dass ich nicht. So, nice. Und damit macht Traumado den Abgang. Ich weiß, wir haben nicht die optimalsten Pokémon, um gegen solche Viecher zu kämpfen, weil... Ja, obwohl, eigentlich sollten wir... Der Stein da unten müsste es, glaube ich, sein, wenn ich es richtig weiß. Wir müssen, das heißt also, wir müssen nochmal komplett zurück eigentlich, um die... Random Encounter, der einfach direkt vor mir auftaucht. Jawohl. Es gibt mehrere Arten, wie man den finden kann. Nice, damit haben wir das erstmal. Muss ich hier mal gucken. Ich habe nämlich gerade die Karte vom Mondberg hier jetzt offen. Und da kann man das doch eigentlich sehen, wenn ich es richtig weiß. Ach du Scheiße, kann man da viel... Oh mein Gott, steht einfach alles drin. Steht einfach alles drin hier in der Karte. Hier. Okay, wir müssen also da rein, dann kommen wir hier raus. Genau, bei dem... Genau, da ich... Ja, ich habe... Es ist genauso, wie ich gesagt habe, dass... der Mondstein dort ist, wo ich schon vorhin eingesprochen habe. Das ist der Stein, den wir da unten gesehen haben. Oh. Nein, da war ein Pixie! Hört auf zu reden, Alter, da war ein Pixie! Da das schwarze Ding da drüben, das sieht doch aus wie ein Fossil, oder? Bist du bereit, Mauzi? Hopp, hopp, hol das, das Fossil. Miautsch. Ich meine, ich freue mich darüber, dass da jetzt ein Onix aufgetaucht ist. Ich sag gar nichts dagegen. Aber der Moment, wo ein Pixie vor mir auftaucht und es verschwindet wegen fucking Team Rocket, also da geht mir die Zündschnur, Leute. Mist, das war knapp. Okay, wir müssen hier einen Beutel benutzen. Wir benutzen hier eine Himbeere. Ich muss erstmal den Pokéball wieder richtig halten. Okay, Himbeere, go. Lass dir schmecken. Ja, gut. Nein, Onix, warum? Warum tust du mir das an? Ich habe dir doch nichts getan. Ich habe dir sogar noch eine Beere gegeben und du rennst einfach weg. Oh, diese Dreistigkeit einfach nur. Jetzt sind wir hier genau in dem, ja, hier ist nochmal der Ding und da oben ist ein, das ist halt auch der Ausgang. Also, deswegen wollen wir nochmal zurück und holen noch den anderen Mondstein. Oh, goddammit, Alter. Ich habe mir kurzzeitig überlegt, ob ich vielleicht einfach, direkt einen Superball werfen sollte als erstes und ihm eine Beere füttern, weil Onix ist halt einfach ein geiles Pokémon und dadurch, dass man halt zusätzlich auch noch auf dem Pokémon reiten kann, ist es halt eins der meist gewünschten Pokémon hier in der Edition. Ich meine, das kann man auf... Really? Das kann man auf einigen machen. Auf einigen Pokémon hier in der Edition, aber halt auch nicht auf allen und Onix ist halt das schon in der Hinsicht ein ziemlich coole Sache. Ich meine, es ist eine riesige Steinschlange, die eigentlich alles zerstören müsste, über das sie drüber krumpelt, aber macht sie halt irgendwie nicht. Okay, ah ja, unser Knofenser ist ja auch noch erledigt. Aber wir haben momentan gar kein Ding-Pokémon, um hier... Oh, erst ist halt das Pixie entkommen und dann auch noch das Onix. Ja, mal los, mach schon. Okay, die reden jetzt hier so nichts wirklich. Es ist genau der Stein, von dem ich da unten geredet habe, Leute. Och, Onix. Das macht mich ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin. Oh, ja.
Okay. Come with me, Bro. Onyx erscheint. Nice. Beutel. Direkt eine Beere. Take this. Nee. Beutel. Wir müssen uns hier, wir dürfen uns nicht so viel Zeit lassen. Super Ball. Also der, du kriegst jetzt die komplette Gönnung. War nicht so optimal. Das liegt halt ein bisschen daran, dass das Mikro halt immer im Weg ist, dass ich da nicht richtig werfen kann. Ja, da haben wir das Onyx. Nice. Den ganzen Tag. Oh, da freue ich mich drüber, Leute. Hätte ich jetzt noch das Pixie, wäre ich zufrieden. Flügelschlag. Ja, Flügelschlag klingt ja eigentlich ganz gut. Wir machen unser Taubsi zu einem kompletten Luftattacker. Es wird dann anstatt zurückzugehen, wird es dann noch fliegen lernen. Und dann ist es doch eigentlich mal ein ganz gutes Pokémon. Es sollte sich eigentlich, wenn ich es richtig weiß, auch auf Level 16 entwickeln. Nee, Doppelteam will ich nicht haben. Ist auch zwar nicht schlecht, aber will ich nicht haben. Für Onyx wurde ein Pokédex-Eintrag erstellt. Es gräbt auf seiner Suche nach Futter mit irrsinniger Geschwindigkeit lange Tunnel, in denen sich später Dicta einnisten. Das ist so, Leute, entstehen hier komplette Systeme. Ich könnte immer noch gerade mich wirklich aufregen, dass wir hier dieser Bullshit hier passiert ist. Mit dem Pixie. Dass der Encounter von... Alter. Du kannst nicht genug haben, Onyx, ne? Ich habe gesagt, ich brauche ein Onyx. Und das Onyx, was ich hier gefangen habe, das war mir eigentlich schon gut genug. Aber okay, ich nehme dich mit. Wenn du mit dem Pokéball drin bleibst. Vielleicht auch noch mit... Ich werfe auch noch zwei weitere Pokébälle auf dich. Aber ich würde mich freuen, wenn du mit dem drin bleiben würdest. Schade. Jetzt muss ich das mal anders machen. Oh, das wäre so gut gewesen, wenn ich ein bisschen stärker geworfen hätte. Oh. Da habe ich aber 5 Kilometer weiter geworfen. Ah, schade. Fast ein guter Wurf. Es ist halt wirklich ein bisschen schwierig, muss ich sagen, mit dem Mikro hier. Ich weiß auch nicht ganz, wie ich das da machen soll, aber... Nice, wir haben noch ein zweites Onyx gefangen. Alles klar. Dieser Lärm, der immer hier rauskommt. Ich hoffe, das ist nicht zu laut für euch im Mikro. Level 16 Evoli. Juhu. Ich überlege mir gerade ganz kurz eigentlich, ob ich... Ah, du bist doch der Stein. Hä, funktioniert das hier nicht so, dass man Mondstein damit triggern kann? Oh. Clefancer sieht aus, als würde es hier direkt umkippen. Oh, was? Nein, Clefancer. Ja, gut, komm, nehmen wir auch mit. Einfach fabelhaft, Leute. Jetzt wird es wahrscheinlich gleich wieder hier übel schreien. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar ein bisschen zu laut ist. Wenn unser Radfratz sich zu radikal weiterentwickelt, wäre das natürlich auch eine sehr, sehr gute Sache, weil dann können wir auch wieder was austauschen dafür. Ich überlege... Alter, was ist denn hier los? Ich überlege mir ja auch gerade, wenn wir gerade am Eingang schon fast sind. Wenn wir hier schon gerade fast am Eingang sind, ob wir kurz noch weiterlaufen... Ob wir rauslaufen, weil es wäre halt schon eigentlich prinzipiell nicht schlecht, wenn unser Knuffenser weiter geskillt wird, also hier weiter mit am Start ist. Ich muss ehrlich auch sagen, ich finde es ein bisschen schwach, dass sie den Mondstein hier nicht so reingebracht haben, wie sie normalerweise reingebracht hätten, weil eigentlich sollte der da 100%ig sein. Das war knapp. Eigentlich sollte der 100%ig sein. So. Erstmal noch hier mal die Pokémon hier nochmal heilen, einen Schluck Tee trinken, um mich zu heilen. Und dann schauen wir mal, ob wir das nächste in der nächsten Ding hier vielleicht noch kriegen. Vielleicht war es auch der falsche Raum. Ah, lecker Tee. Wir sehen uns bald wieder. Jo, mal schauen.
Und wieder rein. Ich überlege mir auch gerade, ob ich jetzt mein Onyx mit mir rumlaufen lassen soll. Einfach weil Onyx ja ziemlich cool aussieht. Gehen wir nochmal hier runter? Ja, ich will es einfach sicherheitshalber nochmal checken. Ich will nicht hier, dass ich den falschen Raum irgendwie benutzt hätte oder sowas, dass ich hier vielleicht den Mondstein verpasse. Es kann aber halt auch einfach sein, dass es hier keinen Mondstein gibt oder dass man hier andersweitig seine Mondsteine farmen muss. Zum Beispiel über den Pokéball oder sowas. Oder ist hier der Mondstein? Ne, hier ist der Mondstein nicht, weil normalerweise müsste hier ein Stein sein. Das müsste ja dann der Mondstein eigentlich sein. Ja, also ich bin mir da ziemlich sicher, dass der Mondstein dort eigentlich in dem Raum sein müsste, wo wir gerade schon drin waren. Mit der Leiter, die nach oben führt, mit der Erhöhung, wo das Item drauf war, das wir eingesammelt haben, und dem Stein rechts davon. Alter, hier ist halt einfach die Hölle los, ey, das ist der Wahnsinn. Ich gucke jetzt auch mich nochmal um, ob ich irgendwas vergessen habe. Weil gerade solche Steine, die halt überall einfach rumliegen, sowas hier klicke ich einfach mal an. Ich glaube aber auch, dass unser Evoli, wenn da wirklich was wäre, von unserem Kopf gesprungen wäre und da halt gesagt hätte, hey Squirrel, guck dir das mal hier an. Ich gehe jetzt mal hier rein und gucke nochmal. Ja, das ist hundertprozentig der Raum. 100%ig ist das hier der Raum, wo eigentlich der Mondstein ist. Aber naja, never mind. Wir gehen jetzt einfach weiter, Leute. Ja, 100%ig sicher. Ich habe es gerade nochmal gesehen. Das sieht 1:1 aus. Ich glaube, dass der Mondstein hier einfach nicht existent ist. Ist aber ja auch nicht schlimm. Ich meine, die haben den dann wahrscheinlich irgendwo anders eingebaut, dass man den vielleicht irgendwie über einen Drop oder sowas kriegt. Was ich auch nachvollziehen kann, weil sie hier in dem Spiel doch einiges ändern mussten, als es eigentlich zuvor war. Vielleicht kann man sich die Mondsteine ja auch inzwischen kaufen. Wir haben ja auch noch zusätzlich einen weiteren Mondstein-Encounter, der da weiter hinten ist. Oh wow. Man will Jupiter erscheinen. Hui. Es ist doch ein bisschen schwierig. Ich muss ein bisschen weiter von rechts werfen. Ich versuche jetzt einfach mal immer hier zu klicken. Ja, dann wirft er halt doch ein bisschen schräg, weil der Pokéball versucht natürlich immer so ein bisschen... Ja, das ist schwierig zu erklären. Ihr seht es nicht aus meiner Sicht, deswegen... weißt du was? Lass mir meine Ruhe. Lass mir meine Ruhe, Zubat. Jetzt bitte Pixie-Encounter nochmal. Bitte. Was soll das? Das war zum Beispiel ein Zubat, das sehr nett war. Direkter Encounter und dann lässt sich einfach mit einem Pokéball fangen. Okay. Unser Carbador ist fast. Hat fast ein Level up. Es wäre natürlich schön, wenn das auch noch dann so in die Richtung. Hier wegen euch Penner, ist mir mal Pixie entkommen. Ein Kleinstand, ich freue mich nicht mehr. Oh, das nehmen wir immer noch mit. Beleber. So, was sagst du denn? Und da rechts sollte ja noch einer sein. Steck deine Nase nicht in Angelegenheiten von Erwachsenen. Team Rocket, encounter dich mal wieder. Na gut. Rübel von Team Rocket fordert dich heraus. Mal gucken, ein Zubat. Alles klar. Bist du Fluggift oder bist du nur Gift? Oder bist du... Ne, Käfer bist du auf keinen Fall. Alter, ich zumindest wäre es komisch, wenn du Käfer wärst. Bist du Unlicht? Das würde einiges erklären, wenn es Unlichtflug wäre oder Unlichtgift. Ach Leute, das mit der... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß das einfach überhaupt nicht mehr, was gewisse Pokémon einfach sind. Also hier zum Beispiel bei Zubat kann ich mir das einfach nicht mehr herleiten. Früher war es einfach so, dass es, wenn ich es richtig weiß, war es früher Gift und mehr nicht. Genauso wie Knofenser früher auch nur Pflanze war.
und dann halt Giftzusätze halt hatte und glaube ich erst ab der dritten oder vierten Generation oder was ab der zweiten Generation, nee, ab der dritten Generation konnte es dann halt erst zwei Stats haben, sodass es halt Gift und Pflanze dann wurde oder was, erst Gift, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Kabadur erreicht Level 10, nice, das heißt also noch 10 Level, dann ist unser Kabador kein Kabador mehr, sondern ein großes böses Garados. Und zwar sollte hier es auch gehen, aber hier ist, ist leider auch nichts. Kleinstein. Halt, stopp! Finger weg! Ich habe diese Fossilien gefunden, also gehören sie mir. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Okay, hier müssen wir wieder die wichtige Entscheidung fällen. Wollen wir Caputo oder wollen wir... Alter, der Tüftler Miguel. Wollen wir... Ich weiß, dass er Miguel heißt, aber ja. Oh, ein Voltoball, voll nice. Ob wir Caputo oder Ammonitas wollen. Und das ist sehr, sehr schwierig für mich, weil ich finde eigentlich beide inzwischen echt cool. Früher habe ich immer Caputo genommen, weil Caputo war einfach der super coole Dude. Und das finde ich eigentlich immer noch. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken. Welches denn Caputo ist und welches Ammonitas ist, weil ich vergesse das nämlich jedes Mal. Wir gehen wieder in den Mondberg rein. Aber das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Genau, Domfossil ist... Klofenza erhält 65 Stress-Pokémon Team, erhält auch XP. Das Domfossil ist... Ich glaube Caputo. Domfossil, die in Caputo verwandelt wurden, als der Mond rotes Licht erzeugt hat. Okay. Oh mein, es wurde gerade hier gefragt, ob ich mein Pokémon wechsle. Sorry, dass ich da nicht aufmerksam war. Okay, das heißt also, dass wir hier das Domfossil nehmen werden. Domfossil ist das Fossil, wo man rot und blau eingeführt wurde. Gegen Magnetilo. Nochmal Säure. Also das wäre es halt auch nicht schlimm. Also, das war sicher halt eine sehr, sehr gute Sache. Oh nein, Ultraschall. Ah, Knopfenser, please. Oh no. Es ist halt wirklich eine Sache, die ich ziemlich, ziemlich gut finde, dass man halt hier wirklich dann seine Pokémon mit Pokémon Go auch verbinden kann. Weil in Pokémon Go habe ich halt, ich glaube, von den 150 habe ich, glaube ich, 149 Pokémon einfach. Und davon fehlt mir leider noch Mewtwo. Ich hoffe deswegen, dass es nochmal als Raid rauskommt. Weil ich leider den Mewtwo-Raid nicht aktiv mitmachen kann. Ach, das hat keine Wirkung. Oh lol, ich habe es überhaupt nicht gelesen. Ich bin so dumm. Ich setze das jetzt die ganze Zeit schon ein und denke die ganze Zeit, dass ich durch die Verwirrung nicht angreifen kann. Oh, paralysiert. Elektro-Pokémon sind halt schon eklig, muss man sagen. Sie haben zwar sehr, sehr viele Schwächen, haben aber auch Vorteile. Klofenza ist verwirrt, Setztrank, lieber. Es hat halt einfach drei verschiedene Zusätze. Hier paralysiert, Ding und alles mögliche. Ich sag sie halt einfach, I don't care. Ich greife trotzdem an. Donnerschock. Ja, du wirst jetzt wahrscheinlich was drauf gehen, deswegen werde ich dich jetzt danach austauschen. Ich möchte nicht, dass mein Knopffenster nochmal drauf geht, weil es würde sich einfach nicht lohnen, Leute. Wir können hier mal Pikachu wieder reinsetzen. Und Pikachu kann... Ist Kampf gegen Elektro effektiv geworden? Gewesen? Ich habe irgendwie sowas im Kopf gehabt, ich weiß aber nicht mal warum. Donnerschock bringt hier halt gegen Pikachu jetzt hoffentlich nicht so viel. Und das ist auch so eine Sache, die ich mich eigentlich immer schon gefragt habe. Könnte es sein, dass Pikachu, wenn das jetzt, es hat er irgendwie mal auch in der Folge von Pokémon, muss man einfach, ja, ich glaube, okay, es ist effektiv. Seit er mal in irgendeiner Folge von Pokémon hat ja Pikachu sich aufgeladen durch einen elektrischen Schlag, den es irgendwie erhalten hat. Und da frage ich mich, ob das halt wirklich funktionieren würde. Oder dass es eine Autobatterie angeworfen hat. Na gut, ich gebe dir eins ab. Du gewinnst 400 Tacken. Okay, nice. Okay, gut. Man sieht doch schon ganz, ganz schön gut, welches Pokémon da rauskommt. Na schön, wir teilen. Es gibt ein Fossil pro Kopf, aber bloß nicht gierig werden. Ja, okay. Ja, komm. Rayleigh Kleinstein. Du spawnst direkt vor dem Fossil. Dafür werde ich dich fangen. Dafür wirst du in ein kleines Gefängnis eingesperrt und nie wieder rausgeholt werden. Schrei so viel du willst. Okay, 26 Punkte, das ist schön. Und dann nehmen wir hier
noch dieses wunderschöne... Was ist da rausgekommen? Oh Gott, wir gehen hier schon hin. Du entscheidest dich für das Domfossil. Ja. Du erhältst Domfossil. Nice. Domfossil in den Buddel. Na gut, dann nehme ich das hier. Okay, noch ein Klatschen. Wir gehen mal los. Stehen geblieben. Dieses Fossil gehört uns, ist das klar? Wie und wann hast du uns überhaupt überholt? Unverschämt heißt. Ich bin Jesse. Und ich bin James. Wir sind Team Rocket. Und zusammen sind wir Team Rocket. Und so schnell wie das Licht. Deswegen gib lieber auf. Und besieg uns nicht. Und bekämpf uns. Ich weiß es nicht mehr. Und wir werden uns zurückholen, was wir regelmäßig erklauen wollten. Oh mein Gott. Wir sind Team Rocket und so schnell wie das Licht. Gib lieber auf. Und weiter kann ich es leider nicht. Ich hatte es so oft gehört, einfach nur. Okay, wir kämpfen gegen zwei Pokémon gleichzeitig. Können wir jetzt auch zwei Pokémon einsetzen? Knofensa und Topsy, los. Oh Gott, Knofensa, was tust du hier draußen? Pokémon. Knofensa wird mal zu Pikachu. Pikachu. Aus mir. Und du setzt Flügelschlag. Flügelschlag gegen Rett. Ne, okay, gegen Smogon. Eigentlich wollte ich Retter an klicken, aber egal. Pikachu, los geht's. Gib alles. Das setzt Flügelschlag an. Aber okay. Oh, Säure. Säure ist ein Angriff, der auf zwei Pokémon geht. Das ist natürlich uncool. Effektiv gegen Gift? Ich habe halt keine Ahnung, echt erzähl. Ja, wir gehen. Eigentlich sollte ich erstmal auf ein Pokémon gehen, dass wir eins rauskriegen, weil die halt auch einfach nur zwei Pokémon haben. Oh Gott, okay, das ist überhaupt nicht effektiv gegen Smogon. Ey, ist es Stein und Gift oder ist es Unlichtgift oder sowas? Oh, Säure wieder. Ja, okay. Tackle. Der hat halt immer eine große dabei. Der gute James. Ich muss ja auch sagen, dass James eigentlich an sich ein zwar ein weirder, aber irgendwo auch ein ganz cooler Charakter war. Ich meine, es gab ja doch so die eine oder andere Folge, die bei uns ja gar nicht ausgestrahlt werden durfte, wo James ein paar Sachen gemacht hat, die halt nicht so jugendfrei waren. Jawohl, wir kriegen hier ein bisschen Erfahrung, meine Stimme macht langsam aus sich wieder den Abgang. Wir hatten ein bisschen, ne? Rettet Säure ein. Ja, ist okay. Ich finde es. Ich frage mich, ob die Echtheit jetzt die Pokémon. Spezialverteidigung singt, okay. Ob die Pokémon jetzt aus der. Wirklich aus der Serie übernehmen. Okay, das war. Ich hoffe, der greift dann jetzt trotzdem Rettan an. Aber normalerweise machen sie das. Das haben sie eingeführt, dass sie da jetzt automatisch immer dann auf Rettan gehen und nicht in die Luft jetzt eingreifen. Ja, okay, machen sie gut. Weil das wäre sonst ein bisschen weird. Muss schon sagen, in so einem Doppelkampf ist eine AOE-Attacke halt wirklich, wirklich gut. Gerade hier Säure auf beide Dudes ist halt immer sehr, sehr stark. Na gut, ich klicke immer noch den Smogon an. Es ist ja egal. Es ist ja übel egal. So, schaffen wir es jetzt einfach, das Viech down zu kriegen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es überlebt sogar noch einen Angriff und dann kann es halt nochmal. Es überlebt halt nicht nochmal einen Angriff. Ich hätte Säure ein, um euch zu nerven. Gott sei Dank vergiftet Säure nicht. Warum auch immer. Eigentlich sollte doch Säure vergiften, oder? Wenn ich es richtig weiß. Dass es halt hier diesen Gifteffekt halt verteilt auf die Pokémon. Naja, nevermind. Das hat sich jetzt eh erledigt. Und wie heißt es so schön? Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Pikachu ist Level 13. Nice. Und Taubsi ist Level 15 inzwischen. Ne, Level 16 jetzt. Oh, das heißt, jetzt entwickelt sich jetzt endlich. Sehr schön. WP 170. Du besiegst Jesse vom Team Rocket. Ich glaube es einfach nicht. Schmach. Ich wurde besiegt von einem Kind. Du gibst. Oh, 1152 Tacken. Das ist eine angenehme Zahl, ey. Das war. Oh, sie sagen es wirklich. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Und Evoli will was sagen. Evoli. Ja, du bist ein gutes Evoli. Du bist ein gutes Evoli, hä? Ja, großes Evoli. Du
Das war ein Schuss in den Ofen. Oh mein Gott, der Klassiker halt einfach nur. Es ist der Wahnsinn, dass sie das halt in das Spiel jetzt mit reingebracht haben. Da kommen so viele Erinnerungen hoch halt an die Serie. Das ist einfach wunderschön. Route 4, wir haben es geschafft, Leute. Wir sind durch den Mondberg durch, haben leider kein Pixie gefangen. Das heißt also, wir müssen es leider wohl entwickeln mit einem Mondstein. Wir hätten 5 Pokéball, oder? Damit komme ich klar. Aber in die Fangtasche damit. Ja, wir können eigentlich hier runterspringen, gell? Die ganzen Pokébälle nehmen wir natürlich mit Paraheiler. Ja, das wäre für Knofenser nicht schlecht gewesen. Ah, warte mal, Knofenser hat immer noch den Effekt drauf. Wir haben ja jetzt hier noch die... Wir müssen jetzt nur noch hier Route 4 entlang laufen und dann sollten wir eigentlich... Oh. Ach nee, jetzt triggert Knofenser das. Wow, wow, wow. Knofenser hat das unter den Pflanzen gefunden. Du erhältst eine Nana-Beere. Nana-Beere. Ab in die Tasche. Für die Rettung dieser Welt. Also falls ihr euch wundert, warum ich immer mal wieder so komische Gesangseinlagen abbringe, ist, ich höre gerade Musik nicht mehr. Oh scheiße, mir fällt gerade auf, wir sind schon bei 31 Minuten. Ich bedanke mich hier recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.